Dieser Aufsteiger ist einfach zu binden und wird auf Hakengröße 14 bis 20 oder sogar kleiner gebunden. Nachdem eine Grundwicklung gelegt wurde, wird eine kleine Grizzlyfeder als Nachahmung der Nymphenhülle eingebunden. Diese wird oben auf dem Hakenschenkel mit mehreren Wicklungen fixiert. Der Bindefaden wird anschließend bis ca. 1/5 vom Hakenöhr zurückgeführt. Zwei CDC-Federn werden aufeinandergelegt und vorbereitet, indem sich die Grannen so nah wie möglich am Kiel befinden. Die Federn werden mit der konkaven Seite nach oben auf dem Hakenschenkel eingebunden, und zwar so, dass ein Teil der Federn, ca. eine halbe Hakenschenkellänge, über das Hakenöhr nach vorne aufsteht. Die nackten Enden der Kiele werden zurückgeschnitten und die vorderen Grannen werden nach außen gestrichen. Diese imitieren nachher die Beinchen. Die CDC-Federn werden weiter fixiert, indem man mit dem Bindefaden bis in den Hakenbogen geht. Hiermit bildet man den Unterbau des Körpers. Am Hakenöhr werden die ausstehenden Grannen weiter nach außen gestrichen und wird der Überstand anschließend weggeschnitten, damit das Hakenöhr wieder frei liegt. Mit feinem braunem Dubbing bildet man einen Körper. Die Beinchen sollten aber frei bleiben. Anschließend werden die beiden CDC-Federn nach vorne geschlagen und fixiert, ohne die abstehenden Grannen der Beinchen abzudecken. Der Überstand wird mit mehreren Wicklungen gestützt, damit diese nach oben zeigen. Einige Half-Hitches werden als Abschlussknoten gelegt und der Bindefaden wird abgeschnitten. Der Überstand wird kurz abgeschnitten und bildet ein buschiges Köpfchen. Noch etwas Feintuning und fertig ist der CDC Midgey Merger. Ohne Zweifel ein sehr fängiges Muster. Viel Spaß beim Nachbinden!